In dieser Podcast-Folge spreche ich darüber, warum man, um erfolgreich sein zu können, nicht unbedingt immer kämpfen muss, sondern vielleicht auch mit dem Umfeld tanzen. Noch nie war die Steuerberaterbranche so stark im Wandel wie in dieser Zeit. Digitale Zusammenarbeit mit den Mandanten, Videokonferenzen und Homeoffice gehören nun schon fast zum Alltag. Doch wie schaffen einzelne Kanzleien den Wandel? Wie präsentiert sich eine Kanzlei wirksam in der digitalen Welt? Wie gelingt es, dass die Mitarbeiter den Wandel positiv mitgestalten? Welche Techniken und Systeme können die Kanzleienhaber aus anderen Branchen für sich adaptieren? Und vor allem, wie schaffst du es als Kanzleienhaber, dass du dabei entspannt bleibst und auch das Leben außerhalb der Kanzlei genießen kannst? Das sind nur einige Fragen, auf die Daniel Terwersche, innovativer Kanzleistratege, Gründer und Vorstand der NewGen AG, in diesem Podcast eingeht. Werde auch du bereits heute zum Steuerberater von morgen. Einen wunderschönen guten Tag heute hier zu einer neuen Podcast-Folge, so kurz vor dem Weihnachtsfest. Und weil es ja jetzt so kurz vor Weihnachten ist, habe ich mir gedacht, mache ich doch nochmal wieder eine Folge, und zwar ja zum Thema Harmonie, beziehungsweise auch nochmal zum Thema Einschätzung, Wertschätzung, Umgang mit Menschen um einen drumherum, sowohl im beruflichen Kontext als auch im privaten. Und da möchte ich dir eine kurze Geschichte erzählen, die mich sich letztens vor ein paar Wochen bei mir zugetragen hat und wie ich auf diese Ausführung komme. Und zwar gehe ich jeden Samstag um 17 Uhr mit meinen zwei besten Freunden eine Runde laufen, so eine Stunde 15, um danach vielleicht nochmal ein, zwei Flaschen Bier zu trinken und einfach auch nochmal so die Woche Revue passieren zu lassen, gute Gespräche zu führen und so weiter. Also, wenn man so will, Me-Time mit meinen besten Freunden. Und einer dieser Freunde ist auch Unternehmer und ist ja, so einer, der halt auch seine Ziele so definiert, dass er sagt, er möchte seinen Kindern später mehr Werte, also Betonwerte, Geldwerte mitgeben. Er möchte noch was schaffen, er möchte der Erfolgreichste sein in seiner Branche. Halt schon sehr, wenn man jetzt im Motivfeld unterwegs ist, recht rote Motive. Und wir sind in dem Gespräch darauf gekommen, wie man auch nach oben kommt, also karrieretechnisch nach oben hinkommt. Und mein Freund war viel darüber am Erzählen von, ja, Ellbogen, Kämpfen, Durchsetzen. Das waren halt viele Begriffe, die er so genannt hatte. Und vor allen Dingen, ja, so ohne Wettkampf und ohne Kampf kommt man auch nicht nach oben hin. Und für mich selber waren die Worte, die er gewählt hatte, und vor allen Dingen auch die Glaubenssätze, die er in sich getragen hat, nicht vereinbar. Und ich habe mich ein bisschen zurückgenommen und irgendwann ist es dann aus mir herausgeplatzt und ich sagte, ich möchte nicht kämpfen, ich möchte tanzen. Und zwar mit den Menschen, mit denen ich im Umfeld sind. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir sind jetzt keine 68er und die nur bei Hippie-Musik rumtanzen. So extrem meine ich das auch nicht. Aber das, was so impulsartig von mir dann wiedergegeben worden ist, zeichnet eine Art des Miteinanders, beziehungsweise wie man gewisse sieht, schon ziemlich aus. Denn ob ich jetzt an Leuten vorbei muss, um Karriere zu machen, um erfolgreicher zu sein, um die hinter mich zu lassen, oder ob ich eher mit meinen Mandanten tanzen kann, mit meinen Mitarbeitenden tanzen kann, in einer Schwingung, in einem Gleichgewicht bin, glaube ich, schafft man es, schöner, angenehmer und vor allen Dingen auch mit viel mehr Wertschätzung und langfristigen Beziehungen auch Karriere zu machen und nach oben hinzukommen. Ist natürlich schwierig, wenn dann ein, zwei Pöbel auf der Tanzfläche sind, die dann halt alles ummähen und sich dann doch da vorbeirangeln. Doch wenn wir doch in der Mehrzahl immer mehr wieder lernen, miteinander zu tanzen, miteinander die Konflikte beiseite zu legen, miteinander die Ziele übereinander zu legen, um zu sagen, okay, wir tanzen jetzt hier zusammen jetzt mal den Tango oder den Walzer oder den, von mir aus auch nur den Foxtrott, dann sind es schöne Überlegungen, wie sich das insgesamt nachher harmonisch ins Bild fügt. Und vielleicht komme ich jetzt heute auf dieses Bild durch die vorweihnachtliche Zeit, die auch
vor allen Dingen geprägt sein sollte durch Wertschätzung, durch sich mal zurücknehmen, reflektieren, auch mal die Nöte, Ängste, aber auch die Bedürfnisse anderer in den Mittelpunkt mitzustellen, natürlich neben seinen eigenen. Und deswegen möchte ich dir einfach diesen Impuls mitgeben. Öfter oder überlege dir, möchtest du immer kämpfen oder möchtest du, so wie ich, gerne mehr tanzen? In diesem Sinne wünsche ich dir erst einmal ein schönes Weihnachtsfest. Die nächste Podcast-Folge wird herauskommen am zweiten Weihnachtstag, den Montag. Und ich überlege jetzt mal, was ich dann so als Folge mir für die Weihnachtstage überlege. Vielen Dank und bis dahin. Schöne Zeit wünsche ich dir. Das war nur ein kurzer Einblick. Du möchtest wissen, wie du deine Herausforderungen lösen kannst? Dann bewirb dich unter www.newgen.ag für dein individuelles Strategiegespräch mit einem NewGen-Experten. Bereits dieses kostenlose Erstgespräch wird dir massiven Mehrwert bringen. Ob du im Anschluss mit den NewGen-Kanzleistrategen zusammenarbeiten möchtest, entscheidest du einfach nach dem Gespräch. Nutze jetzt die Zeit, um zu den Gewinnern im digitalen Wandel zu gehören. Melde dich jetzt www.newgen.ag.